herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper. Jetzt habe ich euch endlich mein neues Projekt mitgebracht. Und zwar das Buch für meine Tochter. Ihr seht jetzt die, ich sag mal, Rohfassung. Ich schaue mal eben, ob der Bildausschnitt noch passt. Ja, weil ich habe ja ein bisschen umgebaut in meinem Bastelzimmer. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Platz auf dem Schreibtisch. Muss jetzt ein bisschen gucken, wie die Kameraeinstellung ist. So, wir haben My Bright Side and My Dark Side. Dieses Buch kriegt meine Tochter zum 15. Geburtstag. Ja, Rohfassung ganz gut. Ihr seht schon, ich habe ein Cover. Das sind zwei Atlanten aneinander. Hier mit den Scharnieren zusammengebaut. Und hier gehalten von Bändern. So. Nun gehen wir mal in die Bitch. Das hier ist kein Flip-Through, es ist wirklich das Zeigen der Rohfassung. Und dann werde ich euch bei einzelnen Elementen mitnehmen. Sagen wir mal bei so Standardsachen, so ein paar Pockets und hier ein bisschen Deko da eher nicht. Weil, ihr kennt das schon, ne? Also wenn es was Spannendes ist oder was Bahnbrechendes, dann bestimmt. Vielleicht mache ich auch das Ganze bei einem Live, dass ich da weiter dran bastel und mich mit Menschen unterhalte, die mit mir gerne live sein möchten. Das kann auch sein. So. Ich habe hier ein schönes Digitalpapier gefunden und ja, das ist noch ein bisschen steif vom Einkleben. Das muss noch ein bisschen aufgeübt werden. Nee, also das Aufmachen muss ein bisschen eingespielt werden. Ich sage ganz schön oft mal ein bisschen, ne? Ja, jetzt mal hier im Schnelldurchlauf. Also ich habe jetzt ein Imperia-Papier mitverwendet, das Imagine, und ich habe Digitalpapier benutzt, ich habe Leinenstoff benutzt. Ganz viel Graffiti gefärbtes Papier. Und da hat mir Dani von Crafty Siren weitergeholfen und hat mir auch ganz viel A3-Papier gegeben und mir so ein paar Sachen schön gemacht, die ich jetzt hier mit einbauen kann. Ja, ich habe hier auch das Diary-Papier mit reingepackt auf die Bright Side von Stamperia. Und hier wird noch ganz viel anderes einziehen. Also das wird hier nicht so eine reine Stamperia, ein bisschen kaffeegefärbtes Papier, Seite. Nein. Leute, da kommt ein bisschen was rein. Das hier ist Rohfassung. Wie ihr seht, undekoriert bisher. Oder nahezu undekoriert. Ich weiß gar nicht, ob hier schon irgendwas eingebaut habe. Ich glaube nicht. Gucken wir mal. Ich habe hier ein bisschen Papier und noch ein bisschen Papier. Ja, und das hier war das Diary-Papier von Stamperia. Super schön, super süß, gerade für so eine 15-Jährige. Voll toll. Und da habe ich mir einfach von diesem 8-Inch Papier, also 8x8, hier ich zusammengepackt und mit ein bisschen Scotch-Tape hier verbunden, dass das auch wirklich in die Signaturen einziehen kann. Es wird Platz zum Schreiben bleiben. Ja, also das wird jetzt nicht bis unter die Zähne ausdekoriert sein, sodass man keinen Platz mehr hat. Das soll ja wirklich so ein bisschen sein, dass man da Tagebuch drin schreiben kann oder mal was Schönes einkleben oder ein schönes Erlebnis niederschreiben oder so. Und ja, dementsprechend wird natürlich einiges einziehen. Ich habe auch Ideen, die sprudeln über. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Aber, wie gesagt, es wird noch nutzbar. Also beschreibbar sein. Dieses Papier ist einfach auch echt schön. Es ist so eine fröhliche Ruhe, die es ausstrahlt. Also, das war My Bright Side. Now My Dark Side. Nein, erstmal die Mitte. Nee, die Mitte wird cool. Und zwar werde ich hier ein Pop-Up-Element, das habt ihr auf meinem Kanal auch schon gesehen, das werde ich auf jeden Fall hier mit euch zusammen machen. So ein bisschen Tutorial-Style für die großen Sachen, also für die A4-Sachen habe ich das umgewandelt, hochgerechnet, ausprobiert und so weiter. Und da werdet ihr auch die Maße von mir bekommen. Das kommt dann aber erst in dem Tutorial. Das heißt, wenn man das aufklappt, wird hier ein Pop-Up-Element hochkommen, wo man Fotos reinpacken kann. Nun switchen wir mal zu die Dark Side. Ne? Jo, Leute, die Dark Side. You know. Auf dem Cover kommt auch noch ein bisschen was dazu. Da bin ich gerade dabei, mit Modelliermasse ein paar Sachen zu formen. Mal gucken, wenn das so kommt und wird, wie ich es mir vorstelle, dann wird das hier auch einziehen. Wenn nicht, dann halt nicht. So, und jetzt ein bisschen Manga-Style. Jetzt blättern von hinten nach vorne. Also für uns rückwärts. Hier haben wir eine Pocket im Deckel. Und hier habe ich ein super cooles Designpapier gefunden
von einer polnischen Firma, 13 Arts, wenn mich nicht alles täuscht. Ich muss nochmal gucken. Wenn ich es drauf habe, dann packe ich euch das in die Infobox. Und da, die haben einfach super schöne Papiere. Also ich sag mal, so ein bisschen Stimperia-Style, von der Qualität auch ähnlich. Ich bin mal gespannt, wie das ist, wenn man sie knicken, wenn man sie knickt. Also ich habe jetzt noch nicht so was damit, ja, ausgebastelt, also noch nicht was geknickt und gefalzt und gemacht. Das werde ich noch tun. Erstmal habe ich jetzt hier nur die Seiten als Seiten eingebaut. Ja, ein bisschen schwarzes Papier. Ich habe hier natürlich auch Papier zum Schreiben und so drin. Ja, das. Ich glaube, das Papier von der Dark Queen. Das hier sind auch sehr schöne Digitalpapiere, die ich hier verwendet habe. Und ja, ich habe es zwar düster und mit Raben gehalten und auch so ein bisschen vampirmäßig, aber jetzt nicht so mega Horror und nicht so mega, mega Grusel, weil sonst kann meine Kleine nicht schlafen. Kann ich ja nicht verantworten. Genau, so Papier zum Schreiben. Ja, und hier schönen Funkelkram, Karo-Stempel benutzt mit Picket-Fans Farbe. Und hier wieder von diesem Papier. Also, das Papier ist wirklich, wirklich toll. Also, da werde ich mir wieder was bestellen. Das ist wirklich klasse. Ja, hier hat man so einen Druck mit so einem Streifen drin. Da werde ich einfach irgendwie was Schönes drüber machen, dass das nicht so komplett weiß ist. Das wird sich alles ergeben. Ihr werdet mich begleiten. Gehe ich mal von aus. Wie gesagt, bei den krassen, coolen Sachen nehme ich euch mit. Gruselkatze, aber die ist auch gar nicht so tolle gruselig. Bei dem einfachen lasse ich euch einfach raus und ihr werdet es dann später sehen, im Flipflow spätestens. Ja, hier habe ich so ein paar Lilien-Stencil gehabt und habe die weiße 3D-Farbe, genau, 3D-Stempelfarbe benutzt. Die ist auch, also ihr könnt es jetzt nicht richtig sehen, aber die ist haptisch wirklich, es ist erhaben, es ist schick und schön. Es ist einfach was zum Angrabbeln im Jungle. Voll gut. Ja, hier ein paar schöne Stencil. Und wieder dieses traumhafte Papier. Also das ist hier wirklich meine Lieblingsseite. Mehr die Schachbrettseite als die Vorderseite. Hier wieder ein paar Lilien. Mit 3D-Farbe aufgestempelt. Ein bisschen Knisterpapier dazwischen. Ich habe auch noch mehr Knisterpapier, was ihr unbedingt einziehen will. Hat es mir geflüstert. Und ja, heute möchte ich euch ja einfach den Anfang dieses Buches. Nein, nicht den ganz Anfang, weil ihr seht ja, es ist schon gebunden, das hat schon ein Cover. So, den Anfang vorm Ausdekorieren möchte ich euch zeigen. Und habe ich euch jetzt gezeigt, um genau zu sein. Bisschen Einhorn muss sein. Ich finde, das Einhorn passt zur Brightside. Und ein bisschen Düsternis muss auch sein. Ja, ich habe es sehr stabil mit den Brads hier festgemacht und die dann auch unter den Stoff eingeklebt. Das heißt also wirklich, wenn man jetzt wirklich reißen und rupfen würde, würde man es wahrscheinlich auseinanderkriegen. Sonst ist das sehr stabil. So soll es auch sein. Ja, meine Lieben, das ist der Einstieg, ne? Also hier wisst ihr jetzt, was auf euch zukommt, mit mir hier drin zu arbeiten. Und ja. Die Videos drehe ich jetzt Stück für Stück. Sie werden erst rauskommen, nachdem meine Tochter dieses Schatzi in den Händen hält. Und das Flipflow kommt am Ende. Und am Ende, ihr wisst ja, wie Jutta das mal sagt, wird alles gut. Ja, oder auch nicht, aber dann muss man weitermachen. Ja, danke euch fürs Zusehen. Und ich sag mal, bis demnächst in diesem Kino.